im Gespräch mit dem Ingenieur Reinhard Ammann, der sich momentan um die Lageführung kümmert im Landesfeuerwehrverband. Was haben die aufgebaut? Was ist momentan die Infrastruktur, mit der ihr auf den Sturm warten? Ja, im Sitzungszimmer haben wir also die Lageführung aufgebaut. Das sind also insgesamt 4 PCs, wo wir also sämtliche Informationen hereinbekommen, sowohl über Stibos, über Fax, über Telefon, über Funk. Wir nehmen also sämtliche Meldungen auf und die also protokollieren, stellen die grafisch dar und übermitteln die an die Feuerwehren, die es also betrifft. Wie schaut momentan der aktuelle Stand aus? Man hört Sturmmeldungen aus Deutschland, in Vorarlberg ist ja noch ruhig. Ja, es ist noch ruhig. Es ist eigentlich so wie immer. Das heißt, die Feuerwehren sind eigentlich rund um die Uhr im Standby-Betrieb. Aber wir haben natürlich schon Vorbereitungen getroffen. Es sind also sämtliche Bezirksfeuerwehrinspektoren, Funktionäre informiert. Auch die Feuerwehren sind informiert. Wir haben im Haus also sämtliche Gerätschaften, die also in Frage kommen, eingesetzt zu werden, noch einmal überprüft, dass sie also einsatzbereit sind und dass sie gegebenenfalls den Feuerwehren also auf kürzestem Wege zugestellt werden. In welchen Regionen könnte es besonders haarig werden oder für welche Regionen erwarten da der meiste Einwirkung vom Ja, Sturm? so wie es ausschaut, ist es also in erster Linie Bregenz, Bregenzer Wald, Rheintal und natürlich Montafon. Dort auch in höheren Lagen oder auch in den Orten selber? Es kann natürlich in den Orten nur zu starken Böen kommen, so wie der Wetterbericht ausschaut. Was kann man der Bevölkerung als Hinweis geben? Was sollte man jetzt tun? Ja, da sind eigentlich schon Hinweise über die Presse ausgegangen, auch über die LWZ sind Informationen ausgegangen, wie man sich verhält, vor allem beim Autofahren bei starken Sturmböen, was alles zu befestigen ist im Bereich des Eigenheims, im Garten. Ja, so Informationen sind also schon reichlich über die Medien verbreitet worden jetzt. Also im Prinzip sollte man wahrscheinlich Gartenmöbel festbinden. Fischbinder, Fenster, Türen schließen, jalousieren, sofern sie nicht stabil sind, hochfahren. Alles klar, dann melden wir uns wieder mit aktuellem, wenn es aktuelles gibt. Ja.